Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 11. Spieltag der Premier League, die Preview. Wir haben hier die Partie, wie wir sie schon sehen können, Aston Villa gegen Newcastle United. Und da haben wir ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich sagen. Watkins hat im letzten Spiel 2 Tore gemacht. Das muss heute vielleicht auch wieder passieren, damit sie hier die 3 Punkte zu Hause in Aston Villa halten können. Wir gucken uns mal die Aufstellung beider Teams an. Ein paar Namen kennt man natürlich. Ein paar Namen spielen sie so langsam in die Saison rein. Ist ja noch ein langer Weg bis zum Saisonende, deswegen kann noch alles passieren. Sie sollten nur anfangen, beide Teams mal langsam zu punkten, damit es nicht zu tief hinten reingeht. Aston Villa startet mit Martinez im Kasten, Cash, Konsa, Minx und Target in der Abwehr. Davor McGinn und Douglas Lewis. Trezeguet, Barclay, Grealish davor und im Sturm Watkins, wie wir schon gesehen haben. Das ist also die Aufstellung von Aston Villa von der Heimmannschaft. Auf der anderen Seite startet im Kasten Darlow. Davor Murphy, Cher, Laskills, Fernandes und Lewis. Davor Langstroth, Hendrick und Almiron. Im Sturm Brulsen, Saint-Maxime. Also da ist noch einiges möglich. Vor allem Jolinton, Carroll, Fraser, Hayden, die sitzen alle noch auf der Bank. Der kann also gut nachgelegt werden. Muss vielleicht auch in der zweiten Halbzeit gemacht werden. Wir starten in die erste Halbzeit und sehen, dass Aston Villa von links nach rechts in den lila oder bordeaux-roten Trikots mit hellblauen Zeichen bis zu den Ärmeln spielen und die Gäste in gelb von rechts nach links. 31. Spielminute, ist nicht wirklich viel los. Jetzt kommen die Gäste. Newcastle. Über die linke Seite Lewis, Almiron. Almiron könnte mal passen. Super Pass auf dem Saint-Maxime. Und der scheitert ganz knapp. Der hat sich noch richtig schön reingedreht Richtung Tor. Torwart war wer geschlagen gewesen. Und am Ende passt er nicht. Bitter, bitter. Das hätte es 1-0 sein müssen. 45. Spielminute, wir sind also schon in der Nachspielzeit. Eine Minute gibt es, die läuft hier gerade so runter. Ich denke mal, beide Teams gehen jetzt hier mit 0-0 in die Halbzeitpause. So ist es auch. 0-0 also hier zur Halbzeit. Wir hoffen dann mal lieber auf die zweite Halbzeit, denn es kann nur besser werden eigentlich. Wir haben eine super Chance von Saint-Maximin gesehen, die hätte reingehen müssen in der 31. Spielminute, ging nicht und somit also kein Tor. Wir gucken uns die Statistiken der ersten 45 Minuten an und noch was so an Vorschau heute und morgen kommt. Wir sehen hier also 1-0 Schüsse direkt aufs Tor für die Gastgeber, 58% Ballbesitz, dafür 2-0 Ecken für die Gäste aus der linken Partie. Burnley gegen Everton ab 18 Uhr und morgen die Konferenz aus der ersten Bundesliga, 10. Spieltag um 12 Uhr. Wir starten mit der zweiten Halbzeit und sehen, dass jetzt Newcastle angestoßen hat. Sie spielen von links nach rechts jetzt. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Und da ist Maximin wieder. Bleibt aber erstmal hängen und Barclay holt sich den Ball. 61. Spielminute und wir sehen den ersten Wechsel bei den Gastgebern. Trezeguet runter, Traoré dafür auf den Platz. Ein positionsgetreuer Wechsel und in der 63. Spielminute greifen sie an. Grealish, von ihm gar nichts zu sehen. Traoré, der neue Mann, spielt direkt auf Watkins. Was macht Watkins? McGinn, Traoré wieder. Da ist Barclay, Watkins, Watkins und den macht er. Der hat zur Seitenlauf, macht aus nicht viel direkt ein Tor. Und jetzt ist es endlich gefallen, das erste Tor in dieser Partie. Und für die Heimmannschaft also, durch Watkins, schiebt er den Ball am Torwart vorbei, wie wir es hier nochmal sehen können. Ganz langsam aus dieser Entfernung, ja, kann man dem Torwart nur raten, vielleicht doch die Torwart-Ecke zuzumachen. Hat nicht geklappt und somit ging der Ball rein. Das war das einzige, der einzige Fehler. 64. Spielminute, also was macht jetzt Newcastle? Sie müssen kommen. Gibt es erstmal einen Wechsel jetzt? Reagiert der Trainer von Newcastle. 69. Spielminute. Nein, wie es aussieht, erstmal nicht.
Nakamba kommt für Luis in die Partie rein. Noch was Frisches im Mittelfeld bei den Gastgebern. Und in der 71. Spielminute greifen sie schon wieder an. Über Target, linke Seite. Grealish. Watkins. Barkley. Barkley hat einen guten Schuss. Da ist Watkins. Und diesmal hält Darlow und klärt zur Ecke. Super Aktion von beiden Spielern vom Torwart, aber auch natürlich von Watkins. Und Watkins müsste ihn eigentlich in seinem Lauf zurzeit auch machen. Und dann müsste hier 2 zu 0 stehen, dann wäre das Thema durch. 74. Spielminute, Hendrick geht runter, dafür kommt Hayden in die Partie bei den Gästen. Wird auch mal langsam Zeit, das zu wechseln. Sie wollen ja schließlich hier vielleicht noch einen Punkt mitnehmen. 76. Spielminute und wieder greifen die Gastgeber an. Barkley und da direkt genommen, Grealish. Super, super Volley-Schuss. Aber die Parade von Darlow optimal. Der war nämlich nicht leicht abzuwehren. Claire zur Ecke. Und es ist ein sehr, sehr munteres Spiel. 89. Spielminute. Wir stehen also kurz vor dem Abpfiff. Murphy geht runter. Carroll kommt drauf. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher gemacht. Aber gut, das ist nicht mein Problem. Und in der 93. Spielminute gibt es hier noch ein paar Einblicke, bevor hier abgepfiffen wird. 5 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt und Aston Villa greift nochmal an mit Watkins. Linker Flügel, bleibt aber hängen. Hayden müsste mal langsam nach vorne spielen. Wilson, das war nochmal ein Foul, aber vielleicht auch abseits, denn es gibt für Aston Villa den Freistoß. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Ich sah es eher so, nicht so als Stürmerfoul an. Schiedsrichter hat so gepfiffen und die Nachspielzeit ist auch vorbei. Das dürfte die letzte Aktion sein. Longstaff nochmal. Und jetzt ist abgepfiffen. Aston Villa holt sich also die 3 Punkte. Sie bleiben zu Hause. Sie waren aber auch am Ende das bessere Team. Er hätte in der ersten Halbzeit nach einer halben Stunde sein Team in Führung bringen können. Sein Maximin hat es nicht gemacht, ist gescheitert. Und dann kam Watkins und seine Kollegen viel besser ins Spiel. Zweite Halbzeit hat nur noch ihn gehört. Somit ein verdienter Sieg. Watkins hätte ja auch vielleicht sogar schon noch auf 2:0 erhöhen können. Die Statistiken der 90 Minuten sehen wie folgt aus. 6:0 Schüsse direkt aufs Tor, 55% Ballbesitz, 3:2 Ecken. Alles sprach für Aston Villa laut den Statistiken und somit haben sie auch verdient gewonnen. Sie, wie gesagt, vielleicht ein Tor zu wenig. Das war also die Preview hier vom 11. Spieltag, die erste zwischen Aston Villa und Newcastle. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, einen Kanal abonnieren, auch wenn ihr neu seid. Dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. 18 Uhr, die zweite aus der Premier League. Sonst morgen 12 Uhr Konferenz Bundesliga. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.